Heute könnte man meinen, vor dem ehrfürchtigen Ofen gäbe es ein richtig gutes Stück Fleisch. Aber heute kommen unsere Vegetarier auf ihre Kosten. Und zwar gibt es ein raffiniertes Gericht mit Quinoa, Rande und Feta-Käse. Viel Spass beim Nachkochen. Anfangen tue ich mit der rohen Rande. Die tue ich in Alufolie einpacken und nachher im Schmelzofen schmoren. Zuhause kann man das natürlich auch im Ofen machen. Für das braucht man keine Alufolie, einfach 160 Grad, 2,5 Stunden. So einen Ofen sollte ich definitiv in meiner Küche haben. Das will mir einiges erleichtern. Jetzt komme ich zu meinem Pseudogetreide Quinoa. Pseudogetreide, weil es eigentlich lustigerweise sogar verwandt ist mit Rande. Zuerst muss man das waschen, sonst wird er bitter. Und jetzt koche ich ihn in Randenwasser mit ein bisschen Salz, bis er schön weich ist. Jetzt zu einer ganz wichtigen Geschmackskomponente, und zwar ist das die Süße. Der Apfel harmoniert wunderbar mit der Rande, auch sonst im Randensalat mit Äpfel, das passt eigentlich immer. Ich schäle ihn, würfle und nachher anbraten. Der Quinoa ist jetzt auch nachher, den kann ich jetzt ablehren. Den lasse ich jetzt hier noch ein bisschen abtropfen. Und jetzt nehme ich mir einen Teller mit ein bisschen Küchenpapier und schöpfe einfach etwa 2 Löffel raus. Und nachher kann man das schön so ein bisschen trocken tupfen. Jetzt brate ich den Äpfel an. Für das brauche ich Sonnenblumenöl. Wenn der Äpfel angebraten ist, kann ich die gleiche Pfanne Schalotten schön goldbraun andünsten. Wenn die Schalotten gedünstet sind, können wir die Äpfel dazugeben und nachher tun wir es mit ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Zitronenabrieb und noch ganz ein bisschen Salz abschmücken. Das schreit schon fast nach Rande. In die Pfanne rein tue ich ein bisschen Sonnenblumenöl, mit dort rein tue ich jetzt meinen Quinoa ausfrittieren. Nachher einfach auf ein Küchenpapier verteilen, damit das Fett noch ablaufen kann. Und jetzt dazu wirklich noch ein bisschen Salz und dann ist das schon fertig und perfekt. Schauen wir es mal an. Ja, das sieht perfekt aus. Die Haut ist schön verschrumpft. Kann man einfach so abziehen. Das schneide ich jetzt einfach in kleine Würfel und nachher mit dem Salat zusammen anmachen. Jetzt kommt ein fein geschnittener Schnittlauch dazu. Jetzt ein bisschen Zitronenabrieb, ein bisschen Saft. Dann brauchen wir weißen Balsamico und einen guten Schluck Olivenöl. Zum Schluss, aber ganz wichtig natürlich, das Abschmecken. Bei das nehme ich Kreuzkümmel. Das ist eigentlich das Randengewürz Nummer 1. Ein bisschen Salz und ein bisschen Zitronenpfeffer. Wir richten es mit dem Ring anrichten. Nachher oben drauf kommt unser Äpfel mit der Schalotte. Dann auf den Äpfel Feta-Käse. Schön verteilen. Dann habe ich hier Crème fraîche in die Mitte. Und nachher können wir mal den Ring vorsichtig entfernen. Dann jetzt den Knusperquinoa. Dann habe ich da noch ein bisschen Sprossen. Und junge Blutdampfer. So, wunderbar. Und am Schluss macht das Ganze Sinn, warum das Randetatar heisst mit Quinoa. Es sieht wirklich zum Verwechseln ähnlich aus. Ich wünsche viel Spass zu Hause beim Nachkochen.